Willkommen zu einer Zeitreise. Eine Reise durch Milliarden Jahre und 9 Monate. Zu den tierischen Wurzeln des Menschen. Einer Expedition in die Tiefen der Erdgeschichte. Zu unseren Verwandten der Urzeit und zu denen der Gegenwart. Wie viel Tier steckt im Menschen? Dieser Frage geht dieses Team nach. Ungewöhnliche Experimente. Exotische Studiogäste und Computeranimationen basierend auf wissenschaftlichen Daten. Es geht um unsere Existenz, die wir einer Schicksalsstunde verdanken und nicht zuletzt unseren tierischen Verwandten. Ich finde das immer noch unglaublich zu sehen. Das heißt, die ganze Entwicklung des Lebens kann man praktisch nachvollziehen und im Bild nachvollziehen. Bei der Entstehung des Menschen im Mutterleib. Das sind tolle Entwicklungen der Wissenschaft, tolle Möglichkeiten neuer Erkenntnis, die uns auch, glaube ich, in unserem Menschenbild und unserem Selbstverständnis gar nicht unberührt lassen können. Den Menschen etwa mit Zeitreisen auf ungewohnte Art als Teil der Evolution vorzustellen, das versucht diese Dokumentation. Und erlaubt dabei auch Blicke hinter die Kulissen. Doch trotz allem Produktionsaufwand sind wissenschaftliche Fakten die Vorlage und nicht das Fantasy-Kino. Wir wollen für die Realität werben, für das, was war, für die Evolution, für dieses spannende Ding, was da passiert ist in der Vergangenheit und was bis in die Gegenwart noch anhält. Also unsere Geschichte, die Erdgeschichte. Welcher dieser 4 Embryonen ist ein Mensch? Und was ist dazu besser geeignet als ein Fell? Die Antwort fällt deshalb nicht ganz leicht, weil unsere ersten Entwicklungsschritte im Fruchtwasser genauso ablaufen wie bei jedem anderen Säugetier. Als Embryo lebt jeder von uns in einem fantastischen kleinen Ozean namens Fruchtwasser. Die Qualle steckt also uns, den Menschen, regelrecht in den Knochen. Ende des Devon-Zeitalters hatten sich in und am Wasser neue Lebensräume entwickelt. Was sich beweisen lässt. Der Mensch verdankt den Einzellern in uns also nicht weniger als seine Existenz. Was denn? Mit dem sollen wir verwandt sein? Ein Projekt, das uns ein neues Bild des Menschen vorstellt. Homo sapiens, wir schaffen es in weniger als 100 Jahren, viele Arten einfach von der Erdoberfläche verschwinden zu lassen. Und das ist eine Schande. Das heißt, da gebührt dem Homo sapiens ein bisschen mehr Demut seiner Umwelt gegenüber, weil wir sind unterm Strich das Ergebnis aus Millionen von Jahren von Evolution. Aber sind wir nicht die Krone der Schöpfung? Ist der Mensch nicht doch, gemessen an einem Einzeller, ein Wunderwerk? Wir können uns natürlich als Wunderwerke betrachten, müssen aber gleichzeitig zugeben, dass es viele andere Wunderwerke neben uns gibt. Es gibt ganz, ganz viele Kronen. Und wenn wir eine von vielen Kronen sind, dann, okay, sind wir eben auch eine. Die Kronen der Evolution. Sie zu zeigen, darum geht es in diesem Projekt. Durch 3D-Grafiken wird klar, welch unbedeutende Rolle der Mensch in der Erdgeschichte eigentlich spielt und wie wenig Zeit unsere Existenz auf der Uhr des Lebens einnimmt. Aber auch die reale Welt macht deutlich, ohne seine tierischen Urverwandten gäbe es den Menschen nicht. Ich hoffe eigentlich, dass es uns gelingt, um auch diese Bescheidenheit rüberzukriegen, dass wir nicht die Stars des Programms sind, sondern wir sind
während diese Strecke da, aber die Strecke war schon viel länger und die Strecke geht auch noch sehr viel weiter. Die Wegstrecken der Vergangenheit haben ihre Spuren hinterlassen, denn sie sind in jedem Leben gespeichert. Ob unsere Vergangenheit im Urmeer oder der Weg vom Wasser auf das Land, selbst so unscheinbare Patente wie unsere Haare sind ein Teil der langen Zeitreise der Evolution, in der der Mensch nur eine Momentaufnahme ist. Eine Zeitreise, deren Stationen jeder von uns in 9 Monaten durchläuft. Die Evolution steckt in jedem von uns. Gehen wir? Das Wunder namens Leben. Durch die Evolution wird es jeden Tag aufs Neue möglich.